Guten Tag, Herr Nemeth. Vor genau einem Jahr haben wir uns hier an gleicher Stelle getroffen. Damals erfolgte der offizielle Startschuss für den Business Marketplace der Telekom. Der Launch fand dann im Sommer statt. Jetzt sind wir genau 12 Monate weiter. Wie sieht denn Ihr Fazit auf die letzten 12 Monate aus? Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden, was wir hier erreicht haben. Wir haben auf der letzten CeBIT das Easy-to-Partner-Programm für den Business Marketplace angekündigt und können heute zeigen, was wir umgesetzt haben. Wir haben 42 Anwendungen, die Sie sich draußen auf unserem Marktplatz anschauen können. Die sind alle integriert, die sind alle unsere Abnahmeprozesse durchlaufen. Wir haben die Sicherheit dieser Anwendung sichergestellt. Wir haben Verträge mit den Herstellern abgeschlossen. Also ich bin ausgesprochen zufrieden mit dem, was wir erreicht haben, aber wir sind natürlich noch nicht am Ende des Weges angekommen. Nun sind Sie ja speziell für die Partnergewinnung zuständig, für die Evaluierung der Partner. Was muss ein Softwareunternehmen mitbringen, das bei Ihnen im Business Marketplace aufgenommen werden möchte? Gut, zunächst mal schauen wir uns die Software unter Portfolio-Gesichtspunkten an. Das heißt, wir haben verschiedene Kategorien, die wir in den Business Marketplace reinbringen wollen. Das kann Collaboration-Software sein, das kann Business-Software sein. Und wenn wir eine neue Software reinbringen, müssen wir natürlich schauen, wie passt die in das existierende Portfolio. Gibt es Differenzierung? Wie grenzt die sich gegenüber dem anderen ab? Entweder über Funktionen oder vielleicht auch über eine andere Marktansprache. Also Software für ein kleineres Unternehmen, Software für ein größeres Unternehmen. Dann schauen wir natürlich sehr genau, ist diese Software für die Cloud ready? Also können wir die wirklich im Cloud-Umfeld einsetzen? Ich meine, Sie haben ja auch diesen SaaS-Katalog, Katalog von Softwareanbietern, wissen, wovon ich rede. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass diese Lösungen skalierbar sind und dass die Multitenancy-fähig sind und dass auch das Unternehmen selber den Kunden entsprechend abholt. Ja, dass das Unternehmen die Software auch entsprechend vermarkten kann. Sie sagten schon, der erste Schritt auf einem noch länger gehenden Weg ist getan, wenn man ein bisschen in die Zukunft jetzt mal rein das Business Marketplace schauen. Gibt es gewisse Zielsetzungen, gibt es Themen, wo Sie sagen, da möchten Sie in Zukunft den Marketplace, der ja doch jetzt kontinuierlich gewachsen ist, weiterentwickeln? Ja, zunächst mal wird kontinuierlich weiter wachsen, weil wir die Endausbaustufe noch nicht erreicht haben. Ich will jetzt nicht darüber sprechen, wie viele das sein werden, aber wir sind im Moment in der Lage, pro Woche eine neue Anwendung auf den Marktplatz rauszubringen und werden das über den Verlauf dieses Jahres auch noch tun. Das heißt, Ende des Jahres werden wir wahrscheinlich so 80, 85 Anwendungen auf dem Marktplatz haben. Aber unser Ziel ist nicht einfach nur die Menge der Anwendungen, sondern wir müssen schauen, dass wir ein ausgewogenes Portfolio haben. Und natürlich müssen diese Anwendungen auch das entsprechende Business reinbringen. Das ist wichtig für uns und für unsere Partner. Um das weiter voranzutreiben, haben wir jetzt hier gerade auf der CeBIT unser Solution Partner Programm angekündigt. Ja, das ist noch nicht fertig. Wir sind jetzt gerade dabei, Gespräche mit Distributoren zu führen, Gespräche mit Resellern zu führen, Gespräche mit Integratoren zu führen, um dafür Sorge zu tragen, dass wir wirklich verschiedenste Vertriebskanäle für unsere Partner und für den Business Marketplace aktivieren können. Und da spielt natürlich auch der direkte Vertrieb der Telekom eine große Rolle. Wir sehen, dass wir hier ein entsprechendes Multi-Channel-Sales-Programm aufsetzen können. Okay. Dann lassen wir uns vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen auf den allgemeinen deutschen Cloud-Computing-Markt blicken. Da gibt es ja derzeit sehr unterschiedliche Wahrnehmungen. Zum einen sehr euphorisch, zum anderen eher noch ein bisschen skeptisch. Wie sieht Ihre eigene Ansicht aus? Wie wird sich aus Ihrer Meinung nach der deutsche Cloud-Computing-Markt weiterentwickeln und welche Rolle werden dabei insbesondere Business-Marktplätze spielen? Gut, also der Cloud-Computing-Markt ist aus meiner Sicht sehr heterogen. Also vieles, was sich heute Cloud nennt, ist dann Private Cloud und sind im Grunde genommen flexiblere Verfahren, die on-premise im Enterprise, meist im größeren Enterprise-Umfeld eingesetzt werden. Das, was wir mit dem Marktplatz machen, mit dem Business Marketplace, ist ja wirklich eine Public Cloud und in dieser Public Cloud, in diesem Public Cloud-Angebot Software as a Service anzubieten. Der Mehrwert, den solche Marktplätze hier reinbringen, den können die heute noch gar nicht ausspielen. Ja, heute sind die Anwendungen im Grunde genommen siloartig. Der Mehrwert, den der Marktplatz für den Endkunden letztendlich bringen muss, ist der, den wir versuchen, durch unser Modell hier auch zu bringen, nämlich einen Vertragspartner, einen Supportpartner. Wir liefern Support für alle unsere Anwendungen. Jeder unserer Kunden kann eine kostenlose Hotline anrufen, wenn er ein Problem mit irgendeiner dieser Anwendungen hat. Aber wir werden darüber hinaus verstärkt Sorge dafür tragen, dass diese Anwendungen untereinander interagieren können, Daten austauschen können, ohne dass man das dann über den lokalen PC hinweg treiben muss. Und da sehe ich einen ganz großen Mehrwert, weil sie dann Synergieeffekte letztendlich heben können und der Kunde auch sehr viel mehr davon hat, als wenn er heute verschiedene einzelne Anwendungen in verschiedenen Portalen im Grunde genommen kauft oder bucht. Ja, dann wünschen wir dabei viel Erfolg und vielleicht können wir uns ja dann auf der CeBIT 2014 über den nächsten Schritt des Telekom Business Marketplace unterhalten. Herzlichen Dank für das Gespräch. Würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank.